Oh, was für ein schönes Etui. Richtig schön ist das, was da drin ist. Was da drin ist, ist ja auch schön? Richtig. Ich merke schon, du willst Spannung aufbauen. Trommelwirbel. Bitte schön, die Herrschaften. Ach ja, schönen guten Tag. Hallo. Guten Tag, hallo. Frau Dr. Heidi Zeper-Zabel. Hallo, Frau Dr. Guten Tag. Und ihr beide seid wer? Ich bin die Anke. Mhm. Ich bin der Horst. Nein. Ja. Da bleibt vielleicht beim Du, oder? Ja. Ja, hallo Horst. Hallo Horst. Und die Anke ist die Deinige, ne? Ja. Seit wie vielen Jahren seid ihr zusammen? Seit dem 12.12.12. Seit dem 12.12.12. sind wir verheiratet. Gratulation. So, ihr beiden. Und dieser Schmuck, ich habe immer noch bis jetzt nur die Schatulle gesehen. Die Frau Doktor zeigt mir nichts. Das sieht wirklich sehr hübsch aus. Von wem ist das denn? Das ist aus der Familie meiner verstorbenen Frau. Mhm. Und ich habe dann das alles mehr als 10 Jahre liegen gelassen. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist irgendwann, kannst du es ja nicht nur liegen lassen, alles. Nee. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist mal der Zeitpunkt gekommen. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich jetzt alles verkaufen, weil als meine Frau gestorben ist, habe ich eine kleine Stiftung errichtet. Mhm. Und alles das, was ich verkaufe, das geht in die Stiftung. Das ist aber toll. Siehst du, und so Menschen wie euch muss es viel mehr geben. So, und der Frau Doktor ist auch jemand, den hat, ja, der ist auch so, weißt du, der liebe Jotta, die sagt, mach ich einen Stern oder Heide? Hat er gesagt, oh, komm, ich mach mal Heide. Zack, war sie da. So, meine Bezaubernde, dann erzähl mir was über diesen wunderschönen Schmuck. Ja, also diese Ohrringe sind sehr bezaubernd. Es sind sogenannte Pont de Loc, Hängeohrringe. Und die besonderen Gestaltungselemente dieser Art von Ohrringen sind immer Schleifen und eine tropfenförmige Abhängung. Und so ein Typ kam eigentlich Ende des 18. Jahrhunderts auf, insbesondere geliebt von Marie Antoinette, also die französische Königin, Gemahlin des Ludwig des 16. Und diese Art von höfischer Kultur kommt dann eigentlich wieder zurück zu Beginn des 20. Jahrhunderts im sogenannten Edwardien. In den 20er Jahren wird dieses Kontrastbild aus Diamanten und dunklem Stein gemocht, hier ein sogenannter Onyx, der eigentlich ein dunkel gefärbter Achat ist. Aber diese Kontrastfarben, die kommen dann eben in den 20er Jahren auf. Und diese ganzen Ohrhänger sind gearbeitet durchgängig aus Platin. Und auch Platin als durchgängiges Metall kommt am Ende der 20er Jahre wieder. Und somit möchte ich diese Ohrhänger datieren auf die Ende der 20er Jahre. Sag mal, aber die ganzen Steinchen da drauf sind natürlich Diamanten, ne? Das sind alles Diamanten. Hier unten haben wir einen Diamant im Übergangsschliff, also einen Brillant. Und darüber sind es alles sogenannte Achtkant-Diamanten und an der Schleife noch Diamantrosen. Mhm. Wie viel Karat kommen da zusammen? Kann man das so überschlagen? Ja, schwer zu schätzen. Ja, die vielleicht sind ja nicht groß genug zum Ausdruck. Genau, ne? Unten haben wir 0,20. Darüber hinaus würde ich sagen, vielleicht ein halbes Karat höchstens. Aber die Gestaltung ist hervorragend. Und überhaupt die Beweglichkeit ist wunderbar. Und auch, dass sie ganz in Platin gearbeitet sind, das will ich mal hier zeigen. Sie dürfen sich nicht irritieren lassen von diesen, von den Schrauben. Die sind offensichtlich später mal ersetzt worden. Da steht 585 drauf, also Weißgold. Aber die gehören im Original nicht dazu. Das Stück selbst ist aus Platin gearbeitet. Hervorragende Handarbeit. Da das Döschen dabei ist und das Döschen so schön passt, haben wir da einen Hersteller? Ja, das Döschen, das passt gut, aber auf dem Schmuckstück ist kein Hersteller gestempelt. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass es von dem Hofjuwelier Johann Dix aus Bonn ist, der den preußischen Hof beliefert hat. Also eine tolle Adresse. Oha, ne? Die Familie kommt auch aus Bonn. Ja, wenn das nicht stimmt. Das würde jetzt passen. Mhm. Jetzt kommt ein weiterer Baustein für diese wunderbare Sache. Was würdet ihr gerne haben wollen? Also es sollte nach meiner Vorstellung mindestens 4-stellig sein. 1000 Euro mindestens. Das hätte ich mir so. Ja, das wünschen wir uns jetzt mal. Vom Wunsch zur Wirklichkeit. Der Metallwert, der liegt hier tatsächlich nur bei 140 Euro. Und die Diamanten, die fallen eigentlich auch nicht ins Gewicht. Sie sind klein, aber das Motiv ist geschlossen, das muss man auch erstmal so arbeiten können. Ich bin eigentlich ganz bei Ihnen und ich finde, da ist auch noch jede Menge Luft nach oben. 1000 sollten Sie mindestens bekommen, bis 1200 ist meine Schätzung, die ist realistisch, aber es ist auch noch viel Spiel nach oben. Mhm. Ja, sehr schön. Das wäre gut. Sehr schön. So, ihr seid die Bauherren, ihr habt die technische Zeichnung bekommen und eine Baugenehmigung. Jetzt nichts für überhaupt. Bitte schön. Herzlichen Dank. Danke Dank euch. Danke für die Expertise. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Oh, eine schöne antike Schachtel. Schatulle. Oh.
Lange Ohrringe, Onyx, Diamanten und oben sind Schläfchen. Oh, natürlich. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Sind die schön? Der absolute Knaller. Ich fange mit 1000 Euro an. So was Schönes. 2000. Ja, aufgeregt sind wir schon. Die Expertise war etwas höher, als ich gedacht hatte. Und ich hoffe, dass die Händler da so mitziehen. Eine gewisse Händlerin bestimmt. Doch haben auch die Herren der Schöpfung Interesse? Guten Tag zusammen. Hallöchen. Guten Tag. Schönen guten Tag. Haben Sie mich gehört, wie ich gejuchzt habe und gejubelt, als ich das gesehen habe, diese wunderschönen Ohrringe? Leider nicht, aber wir freuen uns darüber. Oh, sind ja ein wunderschön. Traum. Wunderschön, ich glaube, wir hatten noch nie so schöne Ohrringe. Ich denke, Sie haben heute Glück. Die sind wahrscheinlich dann in Platin gearbeitet. Ja. Und haben unten eine sehr, sehr schöne Onyx-Platte. Ja. Also ich hatte, bevor Sie hier den Raum betreten haben, schon 1000 Euro geboten. Die würde ich auch wieder bieten. Mein Start sind 1000 Euro. 1000 Euro ist ein super guter Anfang und ich erhöhe auf 1100. 1200. 13. Es sind wirklich sehr, sehr schöne Stücke. Sie sind ganz selten. Sie brauchen die nicht loben. Sie alles müssen sagen, dazu gar nichts mehr sagen. Wirklich. Also, lassen Sie die drei ruhig mal machen. Ja, ich glaube, Sie haben drei große Fans hier vor sich sitzen. Also ich bin raus. Nein, wirklich? Nee, das gibt's doch nicht. Das ist aber schade. Wo sind wir? 1300. Von? Mir. Da kann ich nichts sagen. Ja, das ist aber keine schöne Zahl. Da müssen wir noch was anderes machen. 13 ist nicht schön. Nein, 13 ist nicht schön. 13 ist nicht schön. Lisa. 1500 Euro. Kommen wir ins Geschäft? Okay. Dann machen wir das gerne, weil wir wissen, es kommt dann auch in gute Hände und an gute Ohren. An jemanden, der es wirklich zu schätzen weiß. Aber 100.000-prozentig, wirklich. Also ich hatte damit heute nicht gerechnet, wirklich. Das sagt sie hier 200, immer. 200, 400. Sagt sie jedes Mal. Nein. 600, 800, 1.000, 200, 400, 1.500 Euro. Vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön. Sehr gerne. Wiedersehen. Tschüss. Super. Ja, wir sind hochzufrieden.